Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Hesse JJ. Heute machen wir mal wieder das, was ich halt üblicherweise mache. Sage ich jetzt mal, ein recht schnelles, einfaches Gericht, das aber geeignet ist für jeden zum Nachmachen. Und zwar machen wir heute Barbecue-Koteletts auf dem Grill bzw. auf der Plancha vom Klappo. Oh, was sag ich mehr? Lasst euch überraschen. JJ steht am Rost, der Rauch zieht in die Runde. Das hier wären die Zutaten für unser heutiges Gericht. Und zwar haben wir hier drei Koteletts. Das sind zwei Halskoteletts. Und das hier ist so ein ganz mageres Ding für meine Frau, weil die mag leider wieder mal kein Fett. Ist aber nicht schlimm, kommt auf selber raus. So, dann haben wir hier etwas Olivenöl. Hier haben wir ein bisschen Sojasauce. Hier haben wir Ahornsirup. Hier haben wir Barbecue-Soße. Hier haben wir Worcester-Soße. Hier haben wir ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Und hier haben wir zwei Knoblauchzehen. Das Ganze zerdrücken wir jetzt, also die Knoblauchzehen natürlich, und mischen das jetzt erstmal zusammen. Und tun das Ganze nachher in einen Beutel und tun das einvakuumieren. Und zwar für mindestens 2 bis 3 Stunden. Fangen wir erstmal an, tun erstmal die Knoblauchzehe drücken. Als zweites geben wir 6 Esslöffel von dem Ahornsirup dazu. Und vermischen das mit dem Knoblauch. So. Hier haben wir jetzt den Knoblauch und den Ahornsirup. Als nächstes geben wir da 4 Esslöffel von unserer Barbecue-Soße dazu. Das ist in dem Fall die Mississippi Barbecue-Soße, die Sweet Apple-Soße. Die schmeckt sehr gut, die passt sehr gut vor allem zu Kotelett. Als nächstes geben wir Worcester Soße dazu. 2 Esslöffel. Dann brauchen wir noch 4 Esslöffel. Sojasauce, das ist ganz normale, gib mal. Kleines bisschen Olivenöl, auch so 2 Esslöffel voll. Dann brauchen wir circa 1 Teelöffel voll Cayennepfeffer. In diese Soße legen wir jetzt unsere Koteletts ein und marinieren die Koteletts für 2 bis 3 Stunden, damit es richtig schön ins Fleisch einziehen kann. So. Jetzt tun wir da unsere Soße dazu. Das ist immer gut. Jetzt nur das Ganze vakuum ziehen. Haben wir genau den richtigen Punkt abgewartet. Und jetzt gehen wir her und kneten das noch so ein kleines bisschen durch, so dass halt, wenn es geht, die Soße überall ist. Und dann legen wir das für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Ja, so. Wenn wir das hier so ein bisschen durchkneten. Was ganz wichtig ist, die Soße, wenn wir das nachher aufmachen, die Soße dürfen wir nicht wegkippen. Die Soße brauchen wir, denn wir müssen mit dieser Soße nachher auf der Plancha das noch ein bisschen glasieren. Die Zeit ist rum. Für euch sind wahrscheinlich nur Sekunden vergangen.
Für mich ist ein halber Tag rum. Es hat nämlich jetzt letztendlich doch länger gedauert als wie geplant. Oh, der Geruch. Perfekt. Es ist ganz wichtig, dass er den Saft hier jetzt nicht wegschüttet, sondern aufhebt, denn damit bepinseln wir das dann auf der Plancha. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal runter zum Grill und schauen uns das mal an. Dann wollen wir mal auflegen. Und wie gesagt, die Soße habe ich abgefüllt, damit wir die jetzt bepinseln können. So, den drehen wir auch noch. So, jetzt haben wir alles einmal gedreht, ja. Und bepinseln wir das auch. Boah, Leute, ich kann euch sagen, die Soße, die ist so geil hier. Das müsst ihr einfach nachmachen. Der Zucker in der Barbecue-Soße, der karamellisiert jetzt schön. Es wird bestimmt eine ganz tolle Geschichte. Wahnsinn. Ja, noch für einmal wird es reichen und dann sind die Koteletten aber auch durch. Und die sehen so richtig schön gut aus. Richtig geil. Es bleibt natürlich nicht aus, dass euer Plancha hier so ein bisschen nachher anbrennt, also verdreckt wird, aber einweichen in Wasser und dann ist das Ganze wieder in Ordnung. So, das Kleine hier, das nehme ich jetzt runter, denn das ist schon durch. So, jetzt habe ich es zum letzten Mal gedreht. Jetzt machen wir hier die Knoblauch drüber. Ist soweit. Wir nehmen die jetzt runter und dann sehen wir uns oben zum Tellerbild wieder. So schaut der Klappo aus. Die Kohle habe ich euch unten verlinkt. Die ist perfekt. Die hält ewig und gibt eine Hitze ab. Die ist richtig, richtig gut. Kommen wir mal zum Probierele. Also vom Geruch her ist das schon mal einwandfrei. Ist es auch gut. Mmh. Mmh. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Bei uns gibt es da Kartoffelspalten dazu und ein bisschen ein Rosenkohl. Und zu dem Einlege. Es ist wichtig,
dass ihr das Fleisch, also die Koteletts, mindestens 2 bis 3 Stunden einlegt. Besser ist es, wenn ihr es macht, wie ich es gemacht habe, wenn ihr es einschweißt, weil dann könnt ihr das nämlich ab und zu mal so ein bisschen kneten und dann ziehen die Geschmäcker der Soße viel, viel besser in das Fleisch ein und dann habt ihr so einen absolut geilen Geschmack. Der ist echt super. Es macht nicht viel Aufwand. Ein Plunger oder ein Grill hat von euch bestimmt jeder. Und von daher super. Machen wir es doch wie immer. Bitte. Bitte liked mich. Bitte drückt die Glocke, dass ihr kein Video von mir verpasst. Bitte schreibt es in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Und ganz, ganz wichtig für die, die es noch nicht gemacht haben, bitte, bitte abonniert meinen Kanal, denn ein Abo bringt mich weiter. Alles klar, das war's. Euer Hesse JJ. JJ steht am Rost, der Rauch zieht in die Runde.